Ja, hallo, herzlich willkommen heute wieder bei mir auf meinem Kanal. Heute spreche ich mit Kevin Hilpert. Das ist ein junger Online-Marketer und Social-Media-Marketer. Genau richtig, kann man es beschreiben, ja, Ja, richtig. dann stell dich mal vor, wie hast denn du das, bist du denn zu diesem Thema gekommen? So, weil du hast ja nicht damit angefangen ursprünglich, oder? Genau richtig. Also wie gesagt, Kevin Hippert mein Name. Ich bin Social Media und Online-Marketing-Experte, Berater, wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Wie habe ich damit angefangen mit dem ganzen, sag mal, Unsinn? Das lag einfach daran, dass es einen stinknormalen Vertriebsjob hat im Bereich der IT-Sicherheit, um es genauer zu nehmen, und dort wirklich 8 bis 10 Stunden am Tag vorm Telefon saß und mit der Neukundengewinnung beschäftigt und beauftragt war. Also es lag an mir, Unternehmen neue Kunden gewinnt. Und ich dachte mir halt damals schon, damals war ich 21, wirklich gar keine Ahnung von Vertrieb oder Marketing oder sonst was. Und ich dachte mir halt, okay, es muss doch vielleicht Wege geben, wie man das Ganze einfacher machen kann und wie man das eventuell skalieren kann, weil es kann ja nicht sein, dass ich 8 bis 10 Stunden meiner Zeit täglich opfern muss, um neue Kunden zu generieren. Und dann bin ich mehr oder weniger in diese ganze Online-Marketing-Welt gekommen, weil schnell kamen dann Sachen wie E-Mail-Marketing auf den Plan, E-Mail-Automatisierung. In dem Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, gab es auch schon Newsletter, das heißt, dort war so der erste Schnittpunkt mit Online-Marketing. Und ich habe mich dann in diversen Foren belesen, habe mir Bücher gekauft zum Thema Vertrieb online, Neukundengewinnung, Marketing. Also ich habe mittlerweile wirklich um die 100, 150 Bücher bei mir zu Hause stehen. Bücher schön und gut, aber ich finde, man muss die Dinge auch in der Praxis umsetzen. Da waren mir damals in dem Unternehmen, ehrlich gesagt, an manchen Stellen einfach die Hände gebunden, weil natürlich auch die Ressourcen nicht da waren, weil gesagt wurde, okay, Social Media, Online-Marketing, das bringt alles nichts und ist ja alles blöd. Das hat vielleicht jeder schon mal in seinem eigenen Unternehmen oder bei einem Kundengespräch zu hören bekommen. Und naja, irgendwann war dann dieses Kapitel klassischer Vertrieb vorbei nach 3 Jahren, wo ich dort gearbeitet habe. Und dann saß ich dort und habe mir gedacht, was machst du jetzt? Und mir war halt damals schon klar, okay, Kevin, überleg doch mal, wenn du wirklich 8 Stunden oder 10 Stunden damit verbracht hättest, jeden Tag an deinen eigenen Projekten zu arbeiten, deine eigenen Ideen zu verwirklichen, wo würdest du dann eigentlich stehen? Und diesen Gedanken dann weiter verfolgt, gedacht und dann mehr oder weniger in die Tat umgesetzt. Und jetzt bin ich hier, wir sind gerade dabei, eine Agentur zu gründen. Du kennst ja meinen Geschäftspartner Yassin und noch mit einem anderen Kollegen, den du, glaube ich, noch nicht kennst. Danny Keller ist sein Name. Sind wir gerade mitten in der Gründungsphase unserer Agentur und erwarten für das Jahr 2018 einfach richtig geilen Erfolg und sind alle sehr zuversichtlich, dass es klappt, weil wir 3 hochmotivierte junge Männer sind mit dem entsprechenden Fachwissen, dass wir nicht alle das gleiche Fachwissen haben, sondern wir haben halt verschiedene Gebiete, so dass wir uns alle 3 an den richtigen Stellen ergänzen. Und ich glaube, das beschreibt das, was ich mache oder was wir machen, ziemlich gut. Hey, hört sich sehr gut an, ja. Hast schon viel aufgebaut in den kurzen Jahren. Ja, genau. Also was ich jetzt vergessen habe, ist natürlich die Facebook-Gruppe, die ich habe. Das war so ein Gedanke von mir, damals ehrlich gesagt sehr spontan einfach entstanden, das Ganze, als ich in einer Marketinggruppe auf Facebook irgendwas zum Thema Instagram gelesen habe. Und Instagram ist, das ist meine App, also Social Media allgemein, meine Welt. Aber wenn es dann noch genauer wird, dann ist Instagram. Ich liebe diese App einfach und ich verbringe damit mittlerweile 5 Jahre. Das sind 25% meines Lebens sozusagen, weil ich bin 24. Das heißt wirklich, viel Zeit ist schon für Instagram draufgegangen. Und ich habe dann halt irgendwann damals einen Post gelesen, wo halt jemand behauptet hätte, er hätte hier so und so viele Follower mit dieser und dieser Taktik gewonnen. Und ich war dann einfach so provokant und habe dann meine Meinung dazu gesagt und dann entstand eine Diskussion und habe dann gesehen, wie er seine Kurse, Produkte vermarkten wollte zum Thema Instagram-Marketing und auch seine Facebook-Gruppe. Und dann dachte ich mir, wenn dieser jemand eine Facebook-Gruppe zu dem Thema hat, warum hast du keine Facebook-Gruppe? Und dann war ich wirklich, das war so eine Nacht- und Nebel-Aktion. Innerhalb von 10 Minuten habe ich einfach irgendeine Facebook-Gruppe gegründet, die Instagram-Marketing Deutschland genannt und habe gesagt, hier, das ist meine Facebook-Gruppe, kommt mal alle rein. Okay, war vielleicht so ein bisschen amateurhaft und so ein bisschen blöd, provokant, muss ich ehrlich gestehen an der Stelle. Aber ich hatte dann halt innerhalb von einem Tag die ersten 100 Mitglieder und dann stand ich halt da über Nacht, dachte mir so, okay,
jetzt hast du 100 Mitglieder, was sollst du denn da machen, ne? Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, Gary Vaynerchuk, großes Vorbild von mir, an den ich mich halt sehr orientiere, der halt immer sagt, Value, Value, Value. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe keinen Kurs, gibst du doch einfach das Wissen, was du hast oder das, wo du meinst, das brauchen die Leute, gibst doch einfach for free an die Leute oder beantworte all ihre Fragen und bau dir so eine Community auf. Und das habe ich dann gemacht und meiner Meinung nach recht erfolgreich, mittlerweile bei 2700 Mitgliedern in der Gruppe innerhalb von, ich glaube, 6 oder 7 Monaten. Also die Gruppe habe ich im September, Ende August irgendwie so gegründet und stark. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr geile Community geworden. Kostet mich natürlich auch sehr viel Zeit, aber es lohnt sich definitiv und ist eine sehr geile Sache. Also kann ich an der Stelle auch nur jedem raten, der irgendwie in einem Bereich Expertise hat, sei es jetzt Online-Marketing, sei es vegane Ernährung oder was weiß ich, das kann man eigentlich auf alles projizieren. Facebook-Pages hat, glaube ich, 2018 jeder mitbekommen, sind jetzt nicht mehr so das Oberding. Deswegen, ich rate wirklich jedem, der irgendwie was zu sagen hat oder Leuten helfen kann, macht eine Facebook-Gruppe und baut euch eine eigene Community auf, ne? Also gerade auch so für den Personal Branding-Faktor ein enorm geiles Tool, ja. Ich kenne ja zum Beispiel Online-Marketer in Amerika, die machen das und ergänzen dann ihren Kurs damit. Das ist ja auch gut. Die gehen in der Gruppe einmal in der Woche live und besprechen dann FAQs aus dem Kurs, wo die Leute nicht umsetzen können, dass sie es dann noch besser umsetzen können. Ja, klar, genau. Solche Mastermind-Gruppen, wie du es meinst, gibt es natürlich auch immer parallel zu irgendeinem Kurs. Steinigt mich, das werde ich auch machen. Also es ist ja kein Geheimnis, wir werden ja auch einen Kurs produzieren oder sind gerade dabei und wir werden dann auch eine Mastermind-Gruppe haben, weil es einfach auch von der organisatorischen Ebene viel einfacher ist, die ganzen Teilnehmer auf Facebook zu koordinieren und dort halt Tipps oder Fragen zu beantworten. Ja, also Facebook-Gruppen, geiles Tool, definitiv. Das ist so, das machst du 2018, würde ich sagen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir mal von diesen Must-Have 2018 Sachen anfangen, da sind Facebook-Gruppen definitiv vorne mit dabei. Du hast es gerade schon gesagt, Live-Videos auch ganz vorne mit dabei. Also ich gehe mindestens 2-mal die Woche live in dieser Gruppe. Einmal gibt es eine sogenannte Account-Analyse, wo ich mich halt dann wirklich, wo ich mir eine Stunde Zeit nehme und wirklich alle Accounts, die in diesen Chat reingeschrieben werden, analysiere. Und da hatte ich halt bis zu 60 Zuschauern letzte Woche und donnerstags gibt es dann dieses Live-Q&A, was mit diesen FAQ verbunden werden kann, was du eben schon erwähnt hattest, wo es einfach eine Stunde heißt, stellt mir alle eure Fragen, alle eure Probleme, Herausforderungen, was auch immer zum Thema Instagram, Social Media und ich versuche diese bestmöglich zu beantworten. Und das erzeugt natürlich auch so einen gewissen persönlichen Draht zu deiner Community und stärkt natürlich das Vertrauen immens, ne? Wenn man sich 2-mal die Woche live zu Gesicht bekommt, ist das schon echt eine geile Sache, ja. Ja, du lernst ja auch viel daraus dann, also. Ja, genau, also gerade so zum Thema Schlagfertigkeit oder Kommunikation allgemein, weißt du ja auch, ist ein sehr großes Thema. Grüße gehen hier raus an Alex, den Kommunikationskrieger. Beide hat. Genau, richtig. Also Live-Q&As sind halt ein sehr gutes Mittel, um einfach auf gewisse Fragen zu reagieren. Da sind auch manchmal kritische Fragen bei, wo man denkt so, boah, okay, jetzt muss ich erstmal tief durchatmen, um die beantworten zu können. Aber das härtet dich natürlich auch so ein bisschen ab und bringt dich auch voran, ne? Also es gibt, glaube ich, keine Frage mehr, die mich in den Q&A oder dementsprechend auch in einem potenziellen Kundengespräch schocken würde, was das Thema angeht. Ne? Also ich habe im Prinzip jetzt über die letzten 7 Monate schon fast alle Fragen gehört und habe im Prinzip die passende Antwort parat. Ne? Also wie du sagtest, das trainiert dich auch selber, ja. Das stimmt, ja. Habe ich auf Instagram auch schon gemerkt. Ja, definitiv. Also so Live-Q&As, die machen dich schon sehr fit, ja. Sehr schön, ja. Und wie siehst du eigentlich die Zukunft von Instagram, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind? Schwierige Frage. Also ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber letztes Jahr, ich glaube im Dezember, kam ja dieses Hashtag-Follow-Feature raus, was ja alle dann so groß gehypt haben. Das ist nur,
ich sage mal, ein kleiner Tropfen von dem, was kommen wird. Also Instagram hat einen neuen Mitarbeiter von der Firma Spotify, der damals für diese Discover Weekly oder ich glaube auf Deutsch heißt es Dein Mix der Woche verantwortlich war. Was Spotify damals gemacht hat oder was Spotify immer noch macht, ist, anhand der Lieder, die du dir in der Woche angehört hast, sei es jetzt, du hörst eine Woche nur klassische Musik, empfiehlt es dir an einem Freitag oder an einem Sonntag, je nachdem, wann du das Ende der Woche bestimmt hast, empfiehlt es dir eine Reihe von Liedern, die ähnlich mit den Liedern sind, die du die ganze Woche über gehört hast. Das heißt, das ist eine total persönliche Empfehlung, die dir dort ausgesprochen wird, ist dementsprechend auch für jeden User von Spotify anders. Und der Mitarbeiter, der für dieses, naja, für den Algorithmus, für dieses Projekt, für dieses Discover Weekly verantwortlich war, der ist jetzt bei Instagram. Puh. So, jetzt kann man vermuten, was kommen wird. Das Hashtag Follow-Feature ist nur, wie gesagt, ein erster Schritt in die Richtung, dass das Ganze persönlicher wird. Ein weiterer Schritt war, dass man, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, auf jeden Fall wurden dir Beiträge empfohlen von Accounts, denen du gar nicht gefolgt hast. Ich weiß nicht, ob du die Funktion schon hattest. Ich habe die letztens erschreckend irgendwie mitbekommen und dachte mir so, wow, was ist das denn? Was sind das jetzt für Beiträge? Ja. Genau. Nicht nur mir ging es so. Das ist so ein sehr, naja, fragwürdiges Feature, was Instagram da rausgehauen hat. Die bringen ja manchmal einfach Features am laufenden Band raus und testen die erstmal und gucken, wie die ankommen. Aber auch das war halt wieder so ein Schritt in die Richtung, dass Instagram immer personalisierter wird, dass der Content immer mehr auf dich selbst zugeschnitten wird. Und das wird halt noch weitergehen. Der Algorithmus von Instagram, der lernt halt tagtäglich. Und je nachdem, wie viele Daten er von dir bekommt, desto persönlicher kann er halt werden. Und mittlerweile kannst du halt den Algorithmus mehr oder weniger erziehen, indem du halt sagst, okay, ich möchte Content dieser Art nicht mehr sehen. Das geht auf der Explore-Page, das ist die Lupe links unten auf Instagram. Geht das zum Beispiel, wenn du auf einen Beitrag klickst, rechts oben siehst du dann drei Punkte und dort steht vom Wortlaut so etwas wie ähnliche Beiträge nicht mehr anzeigen oder Beiträge dieser Art nicht mehr anzeigen. Und das Ganze funktioniert halt auch für das Hashtag-Follow-Feature. Und um das Ganze jetzt einfach mal abzukürzen, also Instagram wird definitiv persönlicher und viele sagen immer, okay, Instagram ist jetzt bald vorbei, das wird wie bei Facebook, dass man nur noch mit Werbung und so weiter Reichweite gewinnen kann. Das höre ich schon seit 3 Jahren. Wie gesagt, das wird irgendwann kommen, keine Frage. Ich sehe das aber 2018 noch nicht, es sei denn, es kommt irgendwann ein Update, was alles komplett ändert. Wie gesagt, ich sehe es im Moment noch nicht. Instagram ist meiner Meinung nach im Moment noch das einzige, das einzige Social Network, wo man ohne Werbung an Reichweite gewinnen kann. Also das ist meine Meinung, die vertrete ich auch jetzt Stand Februar 2018 immer noch. Wie gesagt, das kann sich morgen, das kann sich nächste Woche ändern, aber ich denke, dieses Jahr wird sich in Bezug darauf nicht viel ändern. Ja. Das Thema ist ja dann auch eins von deinen Lieblingsthemen, dann ist der Content, der macht ja die natürliche Reise. Ja, genau, also ich bin ein Verfechter mittlerweile davon geworden, von Aussage Content is King. Da geht halt nichts dran vorbei. Viele sagen immer, okay, der Algorithmus ist blöd, ich habe die falschen Hashtags, ich habe einen falschen Benutzernamen, ja, ist alles schön und gut, spielt alles irgendeine Rolle, aber dir bringt nichts, wenn du in 1000 Engagement-Gruppen bist, wenn du die besten Hashtags hast, wenn du Werbung schaltest, wenn du dies und wenn du das machst und am Ende des Tages ist dein Content scheiße. Das bringt alles nichts. Also das hat auch gar nichts mit Instagram zu tun, das hat mit Online-Marketing, mit Social Media, das ist ein roter Faden, der zieht sich eigentlich durch jedes Business. Content, Inhalte, Mehrwerte werden immer überwiegen, egal was anderes da kommen wird, von technischer Seite oder sonst was. Ja, ja, das ist aber als Creator bist halt schon aufwendig, gell? Habe ich auch gemerkt. Und wie viel Zeit investierst du da täglich in Content-Recherche und Erstellung und so? Ja, definitiv. Also hier muss man ja unterscheiden zwischen Content Creation und Curation, also Leute, die sich Content von anderen Seiten holen, was ja auch in Deutschland immer so ein bisschen ist, oh, das darf man ja nicht und so, aber das ist eine ganz andere Sache. Content Creation, definitiv schwieriges, zeitintensives Thema. Ich sage ja immer, wenn du es schaffst, dass du wirklich am laufenden Band viralen Content produzieren kannst, also Content, der enorm an Reichweite gewinnt, weil er einfach in seiner Art
das in sich hat. Wenn du das schaffst, viralen Content auf einer täglichen Basis zu produzieren, dann melde dich bitte bei mir, weil dann werden wir unglaublich reich. Also derjenige, der das drauf hat, und ich weiß, es gibt ein paar Leute, die können das, die verdienen sich wahrscheinlich in diesem Jahrhundert eine goldene Nase. Wie viel Zeit verbringe ich mit Content-Recherche, Content-Curation? Also ich habe auch einige Repost-Seiten, vermehrt Repost-Seiten, weil halt dieser Punkt Content-Creation enorm zeitaufwendig ist. Und ich würde einfach pauschal sagen, 2 Stunden am Tag für Content-Recherche. Mhm. Wir sind jetzt gerade dabei, eine App zu entwickeln, die uns da so ein bisschen die Arbeit abnimmt. Und wir sind halt nicht die einzigen Leute, die irgendwelche Repost-Seiten auf Instagram betreiben. Deswegen haben wir halt da einen Markt gesehen, dass wir die Content-Recherche im Prinzip ja automatisieren, möchte ich nicht sagen, sondern einfach vereinfachen. Da sind wir gerade dabei, mit einem sehr begabten Entwickler eine Smartphone-App zu programmieren. Und ich denke mal, wird auch innerhalb von den nächsten, ich sag mal, 3-4 Wochen veröffentlicht. Wie das ja in der IT so ist, es kann immer irgendwas schief gehen, dann verzögert sich das Ganze. Aber ich denke schon, dass wir da innerhalb des nächsten Monats den ersten Release planen können, ja. Boah, da werden aber sich viele freuen. Ja, definitiv. Also ich kann gerne nochmal so ein bisschen von der App erzählen. Das ist ein sogenannter Viral Finder. Heißt, die App ermöglicht es, viralen Content zu finden. Das heißt, du gibst irgendeinen Account ein, sage ich jetzt mal, 9gag ist eine sehr große Seite mit, ich glaube, x-tausend Beiträgen. Und es wäre jetzt sehr schwer herauszufinden, was so das durchschnittliche Engagement ist, also die durchschnittliche Anzahl von Likes und Kommentaren. Das wäre sehr schwer zu berechnen bei so vielen Beiträgen. Und jetzt gehen wir hin, schreiben eine Software, die das Ganze für uns übernimmt, die sagt, okay, ich sage jetzt mal, die durchschnittlichen Beiträge, und Kommentare betragen, ich sag mal 10.000, weil es jetzt einfacher zu rechnen ist. Mhm. Und dann sagen wir, okay, finde mir Beiträge, die 50% mehr Engagement als der Durchschnitt haben, sprich die 15.000 Likes haben. Mhm. So ein Content ist in meinen Augen viral in Bezug auf den Account, weil er natürlich 50% mehr Engagement als der Durchschnitt hat. Das heißt, irgendwas ist außergewöhnlich an diesem Beitrag gewesen. Sei es jetzt die richtige Zeit, sei es irgendwelche Hashtags, aber im Regelfall, wie schon vorhin gesagt, kommt es immer auf den Content zurück. Das heißt, der Content ist viral gegangen und nicht irgendwelche Hashtags oder sonst was. Ja. Und so vereinfachen wir uns im Prinzip die Content Curation, also die Content Recherche, indem wir einfach das Programm nach verschiedenen Accounts suchen lassen und das Programm uns den besten, also den viralen Content herausspuckt. Im Englischen sagt man auch Best Performing Post dazu, also Beiträge, die am besten angekommen sind. Also das sind ja virale Posts, das ist ja synonym zu gebrauchen. Ja. Und wenn du die dann curatest, also wieder postest auf deiner Seite, geht der dann genauso ab? Oder ist es dann manchmal auch, denkst du, okay, der hätte jetzt eigentlich besser laufen sollen? Sowohl als auch. Also wir machen das ja nur mit der Gewissheit, okay, der Beitrag, der war schon mal erfolgreich. Wir sind in der gleichen Nische, also spricht im Prinzip nichts dagegen, dass er wieder erfolgreich wird. Das ist natürlich jetzt nicht bei jedem Beitrag der Fall. Ich kann jetzt auch keinen Prozentsatz nennen, weil das dann doch immer so ein bisschen mit Glück und Zufall an der einen oder anderen Stelle zu tun hat. Mhm. Aber man kann sagen, dass das halt eine gute Strategie ist, weil wir damit halt erfolgreich sind. Wie gesagt, lässt sich jetzt schwer sagen, dass einer von drei Beiträgen viral geht. Das kann ich jetzt leider nicht so beantworten. Aber in der Regel kann man sagen, dass es ein erfolgsversprechendes Rezept ist, ja. Okay. Und was würdest du sagen, sind jetzt die Not-to-Dos 2018, die man nicht machen sollte auf Instagram? Ja. Ja, da musst du ein bisschen lachen, weil das meiste hat gar nichts mit 2018 zu tun. Also, nee, das ist eigentlich. Ich könnte jetzt sagen, okay, für 2018 nutzt keine 30 Hashtags, sondern eher 10. Das wäre jetzt so ein 2018-Tipp. Aber ich könnte auch sagen, produziere keinen scheiß Content. Also so verpixelte Sachen oder so gehen gar nicht. Wovon ich auch gar kein Fan bin, ist, wenn Leute einfach
ja, gefühlt bei Paint irgendeine Schriftart in ihre Bilder setzen. Also eins ist halt wichtig zu wissen, dass Instagram eine Bilderkennung hat. Auch wenn viele sich da immer drüber uneinig sind, von wegen, das wird doch gar nicht funktionieren. Doch, wir sprechen ja von Facebook und Facebook weiß, was du postest und weiß auch, was für Farben in dem Bild in welcher Kombination auftreten. Und Instagram weiß halt auch, wenn du irgendwie so einen Schriftzug dahinsetzt in Türkis oder was einfach total billig aussieht. Und das Instagram weiß halt auch, aufgrund einer Mustererkennung, die im Hintergrund läuft, dass solche Beiträge nicht gut performen und sagt dann halt, okay, wenn die letzten 10.000 Beiträge, die so einen Schriftzug im Bild hatten, nicht gut angekommen sind, dann bewerten wir deinen Post jetzt, der das gleiche Muster hat, ebenfalls schlecht, weil das wird auch nicht gut ankommen. Also Instagram erkennt im Prinzip Beliebtheit und sprich so Schriftarten oder so in die Bilder machen, das ist ein No-Go. Anderes No-Go, was ich wahrscheinlich jetzt gar nicht erwähnen muss, ist Follower kaufen, Likes kaufen, Kommentare kaufen, wie auch immer. Ja. Ein anderer Punkt ist halt, diese typischen Bot-Kommentare zu posten. Das heißt, wow, amazing picture, nice photo, amazing work. Ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich auch kennen. Diese 2-3 generierten Standardzeilen, die es da immer wieder gibt. Auch das Thema Bots, sehr umstrittenes Thema. Ich bin da relativ objektiv. Viele verstehen mich da manchmal falsch, dass ich sage, wow, wie könnt ihr nur Follow, Unfollow machen? Das ist das Schlimmste. Das ist Hexenwerk, Teufelswerk. Nein, ja, also so komme ich. Ich habe mich ja mit deinem Geschäftspartner letztens unterhalten und er hat sogar gesagt, dass das ist nicht offiziell, aber es gibt wahrscheinlich so eine Art, wie heißt es? Markierungen für Instagram-Accounts, die jetzt nie dieses Thema benutzt haben oder so zum Beispiel. Ja, also wenn man so ein umfassendes Bild hat von diesem Instagram-Algorithmus, wie das funktioniert und was wir im Moment haben, wo man sagt, okay, das macht Sinn, dass das so ist. Ne? Also Instagram flaggt diese Accounts, die sowas nutzen. Ne? Das heißt, sie werden irgendwo in der Reichweite beschränkt. Das heißt, naja, die Explore-Page ist ja im Prinzip das Tor zur Viralität, sage ich mal. Also ich habe ja heute einen Gastartikel veröffentlicht auf onlinemarketing.de, das heißt Explore-Page, das Tor zur Viralität. Und das ist es im Prinzip, weil wenn du auf der Explore-Page von vielen Usern bist, die sich für deinen Content interessieren, dann steht dir die Welt offen im Prinzip. Also ich habe das damals geschafft, auf einem 6.000-Follower-Account 140.000 Likes zu bekommen und etliche 1.000 Kommentare. Und ich dachte mir so, wow, Wahnsinn. Und das war halt einfach nur, weil ich auf dieser Explore-Page gelandet bin. Und was dieses Follow-Unfollow im Prinzip macht, ist, diese Reichweite zu beschränken. Was ich jetzt aber nicht gesagt habe, ist, dass es nie mehr möglich sein wird, auf die Explore-Page zu kommen. Es wird halt nur schwieriger. Und das verstehen halt viele nicht. Wir sagen immer, Follow-Unfollow ist nicht zu empfehlen, weil es halt noch ganz viele andere Nachteile hat. Nichtsdestotrotz, es verstößt einfach gegen die Nutzungsbedingungen von Instagram. Und dem Risiko muss man sich natürlich bewusst sein, dass Instagram irgendwann sagen kann, okay, wir sperren deinen Account einfach. Und du kannst im Prinzip nichts gegen machen, weil du weißt, dass du gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen hast. Aber auch mit diesem Nachteil macht es manchmal einfach Sinn, Follow, Unfollow zu nutzen. Manche werden mich jetzt dafür steinigen, weil ich das gesagt habe. Aber wenn du die richtigen Einstellungen in deinem Bot, in deiner Software vornimmst, dann kannst du auch mit Follow-Unfollow auf Dauer Erfolg haben. Was aber niemals passieren wird, also das kann ich jetzt zu 100% bestätigen, was niemals passieren wird, ist, dass du über 1.000 Follower pro Tag mit Follow-Unfollow gewinnen wirst. Das wird einfach nicht passieren. Die Grenze würde ich so bei 3.000 bis 5.000 im Monat setzen, was halt für die meisten in Ordnung ist. Unser Gebiet, so diese Repost-Seiten mit Engagement-Gruppen, Explore-Page und so, für uns sind 3.000 bis 5.000 Follower manchmal ein Tageszuwachs. Und wir setzen diese beiden Welten halt gerne mal in Kontrast und jeder muss im Prinzip für sich selber entscheiden, was er möchte. Deswegen, wir urteilen da nicht. Ich habe selber über Jahre lang habe ich Bots genutzt. Ich hatte teilweise bis zu 30 Accounts in meiner Software drin und habe es halt einfach laufen lassen. Ne? Ist natürlich auch geil, läuft alles automatisch so und ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Aber gerade so dieser letzte Punkt, ich muss mich nicht drum kümmern, ist für mich auf psychologischer Sicht halt ein Killer damals gewesen. Weil mir war das scheißegal, was meine Follower auf meinem Content halten. Ich habe da teilweise gar keine Direktnachrichten gelesen, weil es mir halt egal war. Ich musste mich halt nicht drum kümmern, das lief einfach so. Und diese Gleichgültigkeit, die man dadurch Follow-Unfollow hat, die hat mich so ein bisschen gestört.
wie gesagt, da wird man jetzt so ein bisschen philosophisch, wenn man darüber spricht, ne? Aber ja, gut, ja, dass du mal deine tiefe Geschichte erzählst, warum. Ja, wissen also die meisten wahrscheinlich nicht, warum du so eine abgrundtiefe Abneigung gegen sowas hast, ja. Weil du es selber erlebt hast wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, Abneigung will ich gar nicht sagen, aber ich habe halt meine Erfahrung gemacht so, und für mich ist Follow, Unfollow halt, wenn man so eine Repost-Seite hat, macht es keinen Sinn. Hm. Weil da begrenzt du dich einfach in deinen Möglichkeiten. Es sei denn, du sagst ja, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Instagram, ich will einfach nur einen Account haben. Dann kannst du das machen. Dann kannst du dir die Mühe machen und versuchen, mit Follow, Unfollow irgendwas zu reißen. Du kannst aber einfach sagen, okay, scheiß drauf, ich kaufe mir einfach einen Account, wenn du so drauf bist. Ne? Wenn du wirklich nur einen Instagram-Account haben willst mit 100.000 Follower, dann kauf dir einen Account. Ich bin der Meinung, man muss im Prinzip ein bisschen hinter seinem Account stehen und man muss da auch Bock drauf haben. Das fängt schon bei der Auswahl deiner Nische an. Also wenn du ein Veganer bist, dann mach bitte keinen Account über Barbecue. Ne? Das wird nicht lange gut gehen. Ja, du lachst, aber manche Leute sind halt so. Die sagen, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf Instagram, aber ich will das machen. Ja, warum? Irgendwann ist deine Motivation am Ende, weil du da gar keinen Bock drauf hast. Und ja, viele haben halt einfach auch eine falsche Motivation hinter dem Ganzen. Viele sehen, dass irgendwelche Influencer pro Post 100.000 Euro verdienen und denken sich jetzt auch, ja, ich werde Influencer. Ich mache mir einen Instagram-Account, ich schnapp mir mein iPhone und mache ein paar Selfies, gehe einmal die Woche ins Fitnessstudio, kaufe mir ein paar Klamotten bei Zalando und jetzt werde ich Influencer. Nee, das ist nicht die Welt so, ne? Das ist nicht so einfach. Und das verstehen halt die meisten nicht, ne? Und dann wundern sich halt viele, ja, ich habe gestern meinen Instagram-Account erstellt und habe jetzt schon 3 Fotos gepostet, warum habe ich keine 10.000 Follower? Ich übertreibe jetzt natürlich so ein bisschen, ne? Aber ja, aber vom Grundgedanken, ich höre das halt echt täglich mittlerweile. So Menschen habe ich schon gesprochen, ja, du hast schon recht. Ja. Ja, also man muss da halt auch manchmal den Leuten so den Wind aus den Segeln nehmen und auch die Augen ein bisschen öffnen, dass das jetzt nicht so leicht ist, auch wenn es leicht ist im Vergleich zu vor 10 Jahren bekannt zu werden online, ist es definitiv leichter geworden, keine Frage, aber es ist nicht leicht. Ne? Mhm. Und am Ende vom Lied kommen wir immer wieder zurück zum Thema Content is King. So. Und Das habe ich so im Prinzip als meinen Schlusssatz gefunden, wenn es zu irgendeiner Diskussion kommt zum Thema, wie werde ich Influencer, wie werde ich erfolgreich, dann ist eigentlich der letzte Satz immer Content is King. Und ja, das stimmt ja, weil wenn du jetzt zum Beispiel Shoutouts kaufst und hast einen beschissenen Content, dann bringen dir die ganzen Shoutouts gar nichts. Ja, genau richtig. Also du kannst im Prinzip, ich sag mal, den Marktschreier machen und für Aufmerksamkeit sorgen, aber wenn du dann wirklich auf deinen Account kommen und sehen, da ist nur Mist, dann bleibt am Ende auch keiner. Und das ist eigentlich das Ziel, was jeder haben sollte, dass die Leute, die mehr oder weniger auf dem Profil aufmerksam werden, auch dort bleiben. Und das schaffst du halt nur, indem du guten Content lieferst. Wie das jetzt aussieht, guter Content, das sei mal dahingestellt. Das ist ja auch total individuell und das ist auch von Nische zu Nische, zu Account total verschieden. Ja, da gibt es ja auch Video oder Posting halt oder Galerie, wenn, je nachdem halt. Ja, also da kann man ja jede Menge machen. Ne? Aber das Thema, wo du vorhin gesagt hast, das hat mich jetzt nicht so losgelassen. Da will ich nochmal tiefer drauf eingehen. Zum Beispiel hast du gesagt, wenn man jetzt so einen Spruch in einem Beitrag, das ist so ein No-Go für dich, aber wir haben dann zum Beispiel Millionaire als Mentor geschafft, ganz nach oben zu kommen, weil er der Erste war an dem, oder? Nee, das ist ja wieder was ganz anderes, also das meinte ich nicht, also solche Zitatseiten und so und Sprücheseiten, Erfolgssprüche, Liebeskummersprüche, das gibt's ja alles wie Sand am Meer, das ist für mich was ganz anderes, weil da weiß Instagram direkt, worum es geht. Weil da ist im Prinzip, der Fokus liegt im Prinzip nur auf dem Text, auf dem Spruch. Ja. Was ich meine, ist zum Beispiel, viele posten einfach, das war jetzt ein Beispiel, was ich letztens gesehen habe, ein Foto von irgendwelchen Sachen, die verlost werden und schreiben dann dick in Rot drauf, als wenn das mit Paint gemacht werde, Giveaway. Und das ist halt ein No-Go, ne? Oder, ich weiß, oder Wasserzeichen oder sowas, bin ich auch kein Fan von. Oder mit dieser Repost-App, die es gibt, die macht ja auch unten links, macht die so einen Balken mit diesem Kreis, mit den Pfeilen, repostet von diesem Account. Das ist auch ein No-Go, auch wenn es eine coole App ist und so weiter, aber ich sehe das immer so ein bisschen kritisch, ne? Wie gesagt, das sind alles so ein paar
Tropfen, die da immer zusammenkommen, aber die, ja, ja, wenn sie sich häufen, dann bringen sie das fast zum Überlaufen. Ne? Also so sehe ich das mittlerweile. Super Content, repostet und dann denkst du, warum funktioniert das nicht? Ja, 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 genau. Das spielt halt alles irgendwo zusammen. Also ich sage halt immer wieder in der Gruppe auch oder zu Leuten, ja, das beschränkt deine Reichweite, das beschränkt deine Reichweite. Ja, das ist so, aber viele verstehen es nicht, dass es halt immer nur Tropfen sind. Also ich sage halt auch, wenn du Bilder löschst, das beschränkt deine Reichweite, ist nur mal als Beispiel genommen. Das heißt aber nicht, dass wenn du 2 Bilder löschst, dass dein Account im Arsch ist. Ja? Also das ist wie so eine Waage auf Instagram. Aber du kannst ja archivieren, ist das gleiche Thema, oder? Weil das habe ich letztens gemacht. Nee, archivieren ist vollkommen in Ordnung. Ja. Dann fragen immer alle, warum ist das so, wieso, weshalb? Keine Ahnung, ich habe das Ding nicht programmiert, ich habe es halt nur getestet und ich bin nicht einer der Einzigen, der das testet. Wir haben ja auch Kontakt mit ganz anderen Leuten, die, was Instagram angeht, ein paar Schritte voraus sind, die Netzwerke von 100 Millionen Follower haben. Wir sind gerade mal bei 1 Million und die haben halt das 10-fache und die haben halt nochmal ganz andere Erkenntnisse. Ne? Und wir tauschen uns halt mit diesen Leuten aus. Und wenn die mir das auch bestätigen, was wir entdeckt haben, dann ist das für mich eine Art Fakt und kein Halbwissen mehr. Und das wird man halt nirgendwo auf einem White Paper, auf einem Official Blog auf Instagram sehen, dass das jetzt die Reichweite beschränkt. Ne? Instagram wird dir auch nie erklären, wie der Algorithmus im Detail funktioniert. Und das haben wir halt jetzt über die letzten, ich sag mal, 5 Jahre herausgefunden. Ja. Wir haben auch eine gute Stange Geld investiert, / verloren in den ganzen Sachen. Testing. Und ja, Testing, ne? Haben halt auch Accounts verloren. Also zuletzt ein Account mit 210.000 Follower am Ende, der halt einfach dann weg war. Sowas ist halt alles passiert, ne? Und so ein 200.000 Follower-Account, der ist halt auch seine 2.000, 3.000 Euro wert. Und der ist dann halt weg, ne? Und, warum ist der weg gewesen? Ja, da ist jetzt unsere Vermutung, dass er halt mehrmals gemeldet worden ist von irgendwelchen Leuten. Okay. Ich hab ja gerade von den Anfängen von der Gruppe erzählt, kann da auch mal sagen, was wir damals so getrieben haben, um die Gruppe bekannt zu machen. Wir hatten damals einen Account, der war echt, also der ist echt, innerhalb von 2 Monaten hatte der, ich glaube, 120.000 Follower und es war halt echt einfach ein geiler Account, so da hat alles gepasst, alles gestimmt und wir sind dann halt in irgendwelche Facebook-Gruppen gegangen, diese unseriösen Online-Marketing-Gruppen, also Online-Geld verdienen, kennst du ja alles, wo alle ihre Affiliate-Links und MLMs reinposten. Ja, und wir haben dann einfach mal gepostet, ja, hier, das ist unser Instagram-Account innerhalb von 2 Monaten auf 100.000 Follower, wenn du wissen willst, wie, dann komm in die Gruppe. So, das hat ganz gut funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Also da haben wir ungefähr die ersten 300, 400, 500 Mitglieder mitbekommen. Was aber auch an der Tagesordnung stand, ist, dass es teilweise zu hitzigen Diskussionen dort geführt hat, wo Leute wirklich mich persönlich beleidigt haben und da war all mögliches Zeug dabei. Und es war halt dann lustig zu sehen, dass immer nach so einer hitzigen Diskussion ein Account gemeldet wurde. Also wegen irgendwas. Das war halt ein Account im Bereich Hunde damals. Und der wurde dann wegen Rassismus gemeldet oder wegen Nacktheit und da war alles dabei. Ne? Und das ist halt das Schlimmste, was dir passiert. Dann wird durchgezählt von Instagram wahrscheinlich. Ja, war dann natürlich auch so ein bisschen schockierend zu sehen, dass es im Prinzip reicht, wenn so 5, 6 Leute deinen Account melden und der ist weg. Aber das ist wie bei Amazon, wenn du FBA machst und du kriegst da 5, 6 schlechte Bewertung, ist dein Account gesperrt. Dann bist du halt weg vom Fenster, weil Instagram guckt sich das auch nicht Fall für Fall an. Die sagen einfach, okay, wenn 5 verschiedene Leute sagen, der Account ist scheiße, dann weg. Ne? Ja. Und wenn du dich mal mit dem Instagram-Support auseinandergesetzt hast, dann weißt du auch, dass da eigentlich, wenn der Account weg ist, nicht mehr viel zu machen ist. Ne? Deswegen, wir haben das Thema einfach abgehakt. Innerhalb der 3 Monate, wo es jetzt ist, haben wir 2 andere Accounts auf 200.000 Follower aufgebaut. Deswegen, aber das ist halt auch der Hauptgrund, warum wir ungerne Accountnamen teilen. Was halt für mich und uns total scheiße ist, weil halt Leute denken, okay, wer bist du denn? Zeig doch mal einen Account und hast du denn überhaupt Ahnung? Was machst du denn? Und da tun wir uns halt jetzt im Moment enorm schwer, dieses Gleichgewicht zu finden. Deswegen haben wir 2, 3 Accounts bestimmt, die wir einfach teilen, wo wir sagen können, okay, wenn das wirklich nochmal passiert, dass die gemeldet werden und weg sind, dann verfallen wir nicht in Depression oder so, sondern dann ist es einfach so, dann
nehmen wir das als unternehmerisches Risiko in Kauf. Und ja, das ist dann halt einfach so. Ne? Also ich werde die nächsten Tage ein, zwei Accounts einfach bekannt geben und dann schauen wir mal. Ne? Aber wenn du schon sagst, du hast die aufgebaut innerhalb, dann hast du die Fähigkeiten und dann kann das dir eh keiner mehr wegnehmen. Ja, genau, richtig. Aber es ist halt trotzdem immer ein Verlust von, wie gesagt, 2.000 Euro, 3.000 Euro, gar nicht zu sprechen von der Zeit, die da drauf geht, ne? Ja, ja. Also es ist schon echt nervig und man würde sich wünschen, dass es halt nicht passiert, ne? Okay. Ja, ja, ich denke, wir haben jetzt eigentlich so viel besprochen. Okay. Oder hast du noch was, wo du mitteilen möchtest? So? Eigentlich nicht. Also war ja viel jetzt doch, dabei. Ich habe seinen Kurs an in 2 Wochen, oder? Was hast du gesagt? Ja, 3-4 Wochen wird der Kurs veröffentlicht zum Thema Instagram Marketing. Also wir haben halt, wie gesagt, eine ganze Stange von investiert in den letzten 5 Jahren zum Thema Instagram. Ich glaube, Pi mal Daumen 15.000 bis 20.000 Euro, Dollar, wie auch immer. Das fängt an von Fake-Likes kaufen, was ich auch mal gemacht habe. Oh, man steinigt mich, aber ich habe es halt gemacht. Ich habe Fake-Follower gekauft, ich habe Fake-Likes gekauft, ich habe irgendwelche... Jeder hat das mal ausprobiert wahrscheinlich. Ja, alles ausprobiert, ne? Ich habe irgendwelche dubiosen Apps auf meinem Handy gehabt, die mir Accounts geklaut haben, weil das keine richtigen Apps waren und ich habe Software ausprobiert, die Geld gekostet hat. Ich hatte Proxy-Server für Messplanner und Follow-Liker und wie sie nicht alle heißen. Ja. Ich habe Accounts gekauft, ich habe Accounts verkauft, ich habe... Keine Ahnung, ich glaube, alles, was man zum Thema Instagram kaufen kann, habe ich gekauft und das hat halt auch Geld gekostet, ne? Und das ganze Wissen wollen wir jetzt einfach zusammentragen, weil wir haben natürlich auch Kurse zum Thema Instagram gekauft und haben das so ein bisschen bedauert von Teil zu Teil. Also im Prinzip von jedem Kurs nimmt man immer ein bisschen was mit, aber uns hat so dieser eine Kurs gefehlt. Und ich hatte das erste Mal die Idee, so einen Kurs zum Thema Instagram zu machen, ich glaube im Jahre 2015, aber da war Deutschland noch nicht so weit. Da habe ich halt gemerkt, okay, wenn du jetzt einen Kurs machst, dann bist du vielleicht der Erste, der den Kurs macht, aber deine Zielgruppe ist noch gar nicht so weit. Man hat gesehen, okay, Instagram ist ein Thema, aber braucht man das? Kam noch nicht so richtig an. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen zurückgehalten, habe so mein Ding gemacht, aber ich habe jetzt letztes Jahr gesagt, okay, komm, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, lass uns den Kurs zum Thema Instagram machen. Und wir haben halt den Anspruch, dass es egal ist, was du auf Instagram vorhast, ob du jetzt sagst, okay, ich will mir so eine Repost-Seite aufbauen und 100.000 Follower in kürzester Zeit haben und darüber dann eventuell Shoutouts verkaufen, Affiliate-Produkte, einen Dropshipping-Store oder whatever, dann kannst du das machen. Das lernst du in unserem Kurs. Wenn du sagst, okay, ich will Influencer werden, ich will täglich Bilder von mir machen, wie muss ich diese Bilder machen, wie gehe ich das anders an oder was muss ich beachten? Dann lernst du das in diesem Kurs. Wenn du sagst, ich habe einen Online-Shop und ich will den erfolgreich promoten, dann lernst du das in diesem Kurs. Und das geht sogar so weit, dass wir halt den Leuten beibringen, vom ersten Mal zu der App bis hin zu der Expertise, selber einen Kunden zu beraten. Das heißt, wir geben in diesem Kurs die Möglichkeit, selber eine Social-Media-Agentur zu gründen. Da geben wir auch Hinweise, Leitfäden, wie man das am besten aufbaut. Das findest du in dem Kurs. Und dann gibt es da noch hier und da ein paar extra Tricks und was man alles machen kann auf Instagram. Zum Beispiel kannst du auch ohne eigene Produkte und ohne einen eigenen großen Instagram-Account auch Geld verdienen auf Instagram. Das heißt, du brauchst gar keine 100.000 Follower und du brauchst auch kein eigenes Produkt, um auf Instagram Geld zu verdienen. Das ist so ein kleines Gimmick und so, das findest du auch in dem Kurs. Also im Prinzip ehrlich alles, was wir so wissen, was wir in den letzten 5 Jahren zusammengetragen haben, an Wissen ist in diesem Kurs. Und das war von Anfang an unser Anspruch. Ich weiß nicht, wie viele x Videos das letzten Endes werden. Wie gesagt, wir sind gerade noch dabei, alles abzudrehen. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Nach ersten Hochrechnungen würde ich sagen 80 bis 100 Videos. Also ist schon eine Menge. Und ja, bin gespannt, wie das Ganze ankommen wird. Ne? Ja. Ja, sowas braucht Deutschland, ja. Ja, freut mich. Wenn du das auch bestätigen kannst, dann umso besser, ne? Ja, ja. Ich hab ja auch ein paar Kurse gekauft, habe ich dir ja mal erzählt. Ja. Ja, genau, richtig. Letztens auch einer wieder, ja. Von also der war von 2 Kanadiern, die haben ja ein großes Netzwerk von Millionen Followern und so. Ja, verstehe. Aber es ist halt alles Englisch und da musst du halt dann selber noch überlegen, wie meine ich das auf Deutsch oder so. Wenn jetzt ja, klar. Das ist halt viel geiler. Das,
kommt halt auch noch hinzu, ne? Wobei, ja, es gibt halt nicht wirklich so das Geheimnis, wie gerade schon gesagt, auf Instagram, ne? Das sind dann halt viele Strategien zusammenspielen und was ich halt bei diesen ganzen Kursen vermisst habe, ist, dass sie gesagt haben, ja, es gibt diese Strategien, aber da nicht wirklich drauf eingegangen sind, wie das dann funktioniert. Oder haben dann gesagt, okay, wenn dich das wirklich interessiert, dann kauf doch mein Einzelcoaching für 2000 Euro, obwohl du gerade schon 900 Euro für den Kurs bezahlt hast, ne? Und das fand ich halt immer sehr störend und da habe ich keinen Bock drauf, sowas zu machen. Deswegen haben wir gesagt, okay, komm, scheiß drauf, Thema Instagram, wir hauen jetzt einfach alles in diesen einen Kurs und da ist alles drin. Und jeder, der sich dafür interessiert und damit auseinandersetzen will, der wird mit diesem Kurs glücklich, ganz egal, was sein Ziel ist. Natürlich, wir haben jetzt nicht den Anspruch, individuell für jeden Kursteilnehmer eine Instagram-Marketing-Kampagne aufzusetzen und zu sagen, du musst das und das und das posten. Das können wir gar nicht machen. Das ist viel zu individuell, ne? Also den Anspruch haben wir nicht. Wäre cool, wenn man das irgendwie machen könnte, aber wird komplett den Rahmen sprengen. Wir werden ein paar Fallbeispiele machen, zum Beispiel, wenn du ein Restaurant bist, wenn du ein Arzt bist, wenn du ein Fitnessstudio bist, was kannst du auf Instagram machen, wenn du in der Beauty-Nische bist, wenn du Fitness-Nische bist, Fashion-Nische, was kannst du auf Instagram machen, dass wir hier einfach ein paar Fallbeispiele von den, ich sag mal, größten Nischen geben, das werden wir schon machen, aber wir können jetzt nicht sagen, okay, ich bin ein Shop für vegane Nahrungsergänzungsmittel, was muss ich machen auf Instagram? Punkt, Punkt, das möchte ich in deinem Kurs finden. Ja, so genau wird es dann nicht, aber ich hoffe, ja, dass... Sie mitdenken müssen die Leute halt schon noch. Ja, genau, richtig. Also ich bin der Meinung, dass man mit dem Kurs eine sehr gute Schritt-für-Schritt-Anleitung hat, beziehungsweise einen sehr guten Leitfaden, wie man Dinge auf Instagram angehen muss. Und mit ein bisschen Transferwissen, ein bisschen Grips im Schädel funktioniert das auch auf alle anderen Nischen, ja.